Im Cadore konnte man ausprobieren, wie es sich anfühlte, ein Leben ohne Oberaufsicht. Auch deshalb zogen wir die Schuhe aus. Wir tranken Espresso statt Nesquik und Ovomaltine und die Mutigen bestellten sich einen Whisky. Wir saßen stundenlang herum und tauschten Songtexte von Jim Morrison aus oder Bob Dylan. Und wenn wir Probleme mit den englischen Vokabeln hatten, sahen wir im winzigen gelben Langenscheid nach. Unser Spiel hieß »Wer mit wem?« Blicke schossen kreuz und quer durch die dunstige Atmosphäre, brandgefährlich und hell wie Blitze. Senden, empfangen, abschmettern. Helmut W. war höchstwahrscheinlich in mich verliebt. Und Paulus K. Gar nicht zu reden von Flori S. und Schorschi von W. und Mike N. sowieso. Und der eine Kellner, den wir süß fanden, weil er, wenn er etwas Wohlschmeckendes empfahl, mit dem Zeigefinger in seine Wange bohrte. Der stellte einen Tutti-Frutti-Becher vor mich hin. Von mir. Für dich. Klar, für wen denn sonst? Barfuß und ohne Eile bewegte ich mich zum Tresen und ließ mir 8 lange Löffel geben. Für alle, für meine Freunde. Wir stocherten im Tutti-Frutti herum und hatten die Leopoldstraße im Blick, das heißt das Stück der Leopoldstraße, wo sich das Leben abspielte. Und wenn die Steinerschule von gegenüber aus hatte, machten wir arrogante Gesichter. Topflappen häkeln, Eurythmie, keine Noten, keine richtigen Zeugnisse. Streichelt so. Wir dagegen waren die Intellektuellen, scharfzüngig und kritisch. Wir sahen französische Schwarz-Weiß-Filme und rezitierten »Die letzten Tage der Menschheit« mit österreichischem Sound. Wir konnten auch häkeln, aber wir gaben es nicht zu. Dafür hörten wir Mothers of Invention und Cream und John Mayall. Wir trugen den Kopf ganz oben.